Hallihallöchen, liebe Freunde, herzlich willkommen zur weiteren Folge von Braveland Wizard. Es geht weiter in der Arena, müssen wir natürlich einen weiteren Kampf bestreiten. Gibt es hier neue Gegner? Nö. So, es war tatsächlich ein ziemlich harter Kampf, muss man sagen. Der hat auch echt lange gedauert. Haben ziemlich viel verloren. Und nur 585 Erfahrung bekommen, vielleicht nicht so viel. Einen Gegner haben wir da wahrscheinlich irgendwann noch. Aber wir gehen erstmal natürlich weiter hier hin. Wobei, wir können auch gehen erstmal in den Waffen landen, der grüne hier. Verstanden, schon wieder Banditen. Auf Märkten und Basaren findet man immer Gesindel. Wie nennst du uns, edle Räuber? Wir haben einen Ehrenkodex. Jungs, zu den Waffen! Und der Ehrenkodex lautet: alles kaputt machen, was geht. So, warten wir noch kurz eine Runde. Okay. Okay, wir werden doch nicht nutzen. Wir werden damit angreifen. Er kriegt auf jeden Fall noch einen Buff, damit er ihn angreifen kann. Puh! Schön drei Schaden bekommen, drei Einheiten weggenutzt. Weiß gar nicht, wer davon hat schon angegriffen? Oh, wow, ich habe genau den angegriffen, der noch keinen Schaden gemacht hat. Der schon Schaden gemacht hat. War nervig. Huah! 188 Schaden. Er muss stehen bleiben. Der kann nichts machen. Würde mich ja nerven an deiner Stelle. Na, okay. Wir müssen angreifen. Wir brauchen auf jeden Fall noch mehr Mönche. Ich habe zu wenig. Eindeutig. Sehr schön. Dann greifen wir den mal an. Einfach umgenietet. So, das Geld holt sie später. Puh. So. Pling. Piu, piu. Ja, den lassen wir erstmal noch da stehen. Das passt schon. Werden wir erstmal die anderen wegnatzen. Wunderbar, der ist auf meinen Trend gegangen. Sehr gut, sehr gut. Damit hat er einfach mal verloren, würde ich sagen. Easy. Weg. Ah, ich krieg das Gold nicht. No. Schlimm. 802 Gold. Wir sind bei 4000? 4368. Ja, das ist ja krass, Mann. Echt krass. Wir haben die besten Waren im ganzen Osten. Tretet heran und schaut euch um. Alle Feuerzauber kosten minus 1 und 2 Defense. Und was haben wir hier noch? Gürtel des Drachen plus 10% Schaden für Höllenwesen. Warum mache ich das schon wieder? Ich verstehe das nicht. Er legt jedes Mal den falschen Gürtel an. Er speichert es halt immer nicht, ne? Höllenwesen kann ich erst leider casten, sobald wir ein Level haben, ne? Dann werden wir es vielleicht mitnehmen. Lass uns erstmal hier unten hingehen. Ach, guck mal, Arena ist auch schon wieder da. Der König befahl uns, den Weg zum Turm zu wachen. Der Feuermagier dürfe unsere Pläne nicht durchkreuzen. Ach, wenn ich nur gewusst hätte, welche Macht in unseren alten Büchern wohnt, dann wäre all dies nicht geschehen. Hätte, hätte, wa? Sagt jeder. Erfahrener Meisterschütze gekleidet in einer Rüstung. Schießt keine Entfernungsstrafe, die Amos mit drei Pfeilen die magischen Schaden bewirken. Okay, das ist eklig. Wir brauchen unbedingt etwas Geschwindigkeit. Lass kurz abwarten. Okay, aber ein bisschen Defense dazu. Okay, er lädt auf. Na, immerhin einen weniger, der gleich noch dran kommt. Oh, er lädt auch auf, okay. Du bleibst mal da stehen. Und er kann auch angreifen, glaube ich, ne? Ja. Wenn wir dich hier hinpacken. So. 3, 1 und tot. Aua, 210 Schaden. Das ist bitter. Ah, cool, noch auf 4 runter. 150 Schaden, auch ekelhaft. Ja.
Verdammt, der hat das echt überlebt. Ne, wir gehen mal auf den da hinten hin. Hua! Der ist noch dran, kriegt jetzt wieder ein weniger, sehr schön, wieder weniger Schaden. Macht trotzdem noch ein bisschen was. Quatsch, noch 3, 2, 1, 1. Langsam verrecken die hier alle. Aber er konnte seinen Schuss nicht mehr casten. 902 Gold, gut, das ist nicht viel gewesen, aber dafür ziemlich viel Erfahrung. 1502, 12. Willkommen im Flammenturm, der berühmteste Gemeinschaft aller Zauberer. Ich glaube, hier geht es sogar weiter. Ne, geht es nicht, hier ist so ein Symbol. Und was ist mit der Zauberakademie in den Nordbergen? Ich habe davon gehört, aber die sind für uns keine ernsthafte Konkurrenz. Tja, bescheidert ist offensichtlich keiner der Tugenden. Okay. Vielleicht könnten wir sie tatsächlich austauschen gegen die Ents rausmachen und dir für die rein, weißt du? Weil die Ents, die brauchen dann immer sehr lange, bis wir sie nutzen können. Wir brauchen Level Up für weitere Einheiten. Lass noch kurz die Arena machen. Wobei die Trends natürlich auch stark sind. Ach, ist schwierig. Sollen wir gleich mal die Zauberer nutzen und gucken mal, was die so drauf haben. So, wir werden natürlich erstmal vorbeilatschen. Mist. Mist, Mist, Mist. Okay, wir gucken erstmal. Ich würde tatsächlich gerne angreifen wollen, aber ich... Ach, schade. Hat leider nicht funktioniert. Immerhin, 3 weg, let's go. Feuerball. Das ist halt AOE-Scham, was ganz praktisch ist, ne? Greift halt mehrere gleich an. So, du bleibst mal stehen. Ja, gut. Nein, ein Messer geworfen. Oh nein, eklig. Ich habe ein Messer geworfen. Gehen wir erstmal den da unten. Hat dann nicht so viel schönes Leben wie die Ents, ne? Da finde ich die Bäumchen, da fand ich die tatsächlich schon ein bisschen besser. So, das wäre sonst wasted bei einem einzigen. Können wir hier machen. Der weg damit, der stört dann eben nicht mehr. So, der ist immer noch gerootet. Arme Sau, ey. Einfach mal den ganzen Kampf über... Ah, okay, er kann sich tatsächlich schon bewegen. Ganz Kampf über bewegungsunfähig. Er hat nur noch einen. Das wäre absolut überhaupt nicht worth, den anzugreifen. So, dann machen wir es lieber so. Haben wir mehr von. Weil sie dann eben nicht mehr so viel Schaden machen. Einer ist jetzt nicht mehr so gefährlich. Brauchen wir noch einen Heilzauber. Der wäre noch ganz cool. Gibt's auch noch? Es fehlen noch so viele Zauber, ne? So, wir werden mal den Geist damit wegschießen. Ja, okay. Ich weiß noch nicht so richtig, ob der tatsächlich besser ist als, besser ist als mein Treant. Ich weiß es nicht. Ich hätte hier auf jeden Fall eine Änderung der Farbe gesehen gehabt, ne? Nee, doch nicht. Okay, der ändert sich gar nicht. Witzig. Ist aber immer gleich. Wahrscheinlich gar kein Gegner. Tja, ist eine gute Frage, ne? Er kann sich ja teilen, aber er macht halt Damage, was ja ganz cool ist. Passt schon, nehmen wir mit. Ist übrigens immer noch nicht erledigt, die Arena. Haben wir also immer noch was davor. Davon. Ich weiß, warum ihr hier seid. Ihr sucht das Buch.
Viele dürsten nach Wissen. Sie kommen zu uns, zu den Flaschengeistern. Dieses Buch ist wirklich sehr gefährlich und muss in die große Bibliothek zurückgebracht werden. Ja, lasst euch also nicht abschrecken. Okay. Um den Land der großen Sande zu betreten, müsst ihr 3 Prüfungen bestehen. Die erste davon ist der Treffen mit euch selbst. Das ist ja widerlich, Alter. Ja, gut. Gefällt mir gar nicht. Ich würde tatsächlich mit ihm versuchen, runterzulaufen. Dass ich halt mich da unten hinlaufe, weißt du, dass ich den Magier kille. Ich kann schon einmal aber keine Dings nutzen. Keine Magie oder Skills. Ich habe nichts gesagt. So, wer ist denn der Stärkste tatsächlich? Der Mönch, ne? Super gefährlich. Müsste auf jeden Fall noch ein bisschen mehr Magie nutzen. Warum ist der jetzt schon dran, der Lappen? Er kann sich nur einen Schritt bewegen. Warum konnte er sich nur einen Schritt bewegen? Okay, der Mönch killt den Magier. Okay, der versucht meinen Bogenschützen zu forcen. Sehr interessant. Können wir den ein bisschen runterhauen. Der macht ziemlich viel Schaden, gerade wenn er 25 Stück hat. So. Der bleibt mal stehen. Noch 3. Ein Mönch ist. Der Mönch hier ist gefährlich, ne? Der hat einen Bogenschütze eingekerkert. 2. Eins. Sehr schön. Na gut. Das ist jetzt nicht so gut. Also nicht so sinnvoll von ihm gewesen. Aber ist okay. Wir haben nicht einen gekillt, ist ja schade. Gehen wir hier hin. 2 weg, einer weg. Ich muss immer noch warten. So, einmal davon weg. Nice. So, dann kommt die mal weg. Leider nicht tot, schade. Nochmal 2 weg. 3 weg. Leider hat sie einen Attack Boost bekommen, schade. So, der kommt weg. Man kann endlich mich nicht mehr angreifen. Okay, die erste Prüfung war schon schwierig gewesen, muss man sagen. Ich habe gleich wieder meinen Root ready. Helfen wir ihm? Nö, nein, eigentlich nicht. Wir greifen den an. Er schafft das schon. Ich hätte mich hier bewegen sollen. Weil er wird sich wahrscheinlich hier bewegen, um mich dann anzugreifen. Ja. Deswegen hätte ich mich da bewegen müssen. So, du kannst mal wieder stehen bleiben. Ist ja irgendwie doof, wa? So, 81, was sonst? 75, okay. Also ein Höllenwesen beschwören wäre ganz cool. Noch eine zusätzliche Einheit, die man nutzen kann. Mann, wo läufst du hin? Lauf doch dahin. Ah, das muss ich aber selber machen. Ich habe einen Eisfall gehabt. Gott, nervt mich das. Die arme Sau. So, da du immer näher rankommst, gehen wir hier hin. Dass du eben nicht abhauen kannst. So. Von beiden Seiten gesandwiched. Fokussieren wir den anderen Magier. Ja, fokussieren wir den hier. Pff. 3. 1.
1. Tot. Ja, einfach so um den so weiter zu fokussen. Nächstes Mal mit dem Pfeil können wir darauf ballern. Huah! Na, der Kampf hat gezeigt, offenbar, dass wir. Oh. Ja. Dass wir gar nicht so viele Einheiten haben. Aber je länger der Kampf, dann schwinden ganz schnell unsere Einheiten. Oh. Da war richtig. Da können wir dann nicht mehr allzu viel machen. So. Endlich machen. 1403, 2000, haben wir Level ab? Nice, Level 9, sehr schön. Und wir werden dieses Höllenwesen beschwören. Plus 30% Schaden, böse. Okay, das war die erste Prüfung. Dann lass einen Moniente laufen. So, wir können kaufen 4 Bogenschützen und 5 von denen da. Immer noch nicht ausverkauft, können also immer noch weiter leveln. Wir gehen. Ja, die Frage ist halt, nehmen wir die Treants mit oder nehmen wir sie halt nicht mit? Also ich finde sie schon nicht verkehrt. Tatsächlich. Wobei wir erst einmal, da wir sie gerade nicht nutzen, wir erst einmal die Einheiten kaufen werden, die wir nutzen. Gucken wir mal, ob wir da noch Geld übrig haben. Ja, 2 davon, 3 Mönche und jetzt noch Magier. Einer. Okay, wir haben noch 642 Gold übrig. Bis wir nächstes Level ab haben, haben wir bestimmt locker 20.000 Gold. Deswegen können wir tatsächlich. Wir hätten auch uns theoretisch den Segen holen können für den Kampf. So. Nehmen wir mit. Und gehen zum nächsten. Zweite Prüfung. Oh, ihr seid an meinem Bruder vorbeigekommen. Das ist vielversprechend. Doch jetzt folgt die zweite Prüfung. Die Qual der Wahl. Sie trieb schon viele in den Wahlen. Das müsst ihr euch entscheiden. Den Pfad entlang der oberen Dünen bringt eine Belohnung. Und der an der unteren Dünen Wissen. Wählt weise. Belohnung und Wissen. Belohnung und Wissen. Belohnung und Wissen. Ich finde Wissen mal ganz praktisch. Wir entscheiden uns für das Wissen. Als uns die Flaschengeister auf unserer Wanderschaft erschienen, glaubte ich an meinen Augen nicht. Um hier rauszukommen, müssen wir euch besiegen. Das ist unsere Prüfung. Ah, ist irgendwie doof, ne? Ja, das ist überhaupt nichts, was das hier für Gegner sind. Kannst du echt in die Tonne treten. Ich bin ja gar nichts. Uff. Wir werden natürlich weiter hinterlaufen. Wir warten aber einmal ganz kurz. So. Geschwindigkeit. Nice. Gucken, ob es das bringt. Naja, so viel ist, so stark ist jetzt auch wieder nicht. Der Geist. Aber deswegen ist ja das eine Upgrade noch wichtig. Plus 30%. Aber immerhin ist ein. Oh, nice. Immerhin etwas, was uns stärkt. Was uns sehr stärkt. Der wird halt trotzdem angreifen. Hier. Verdammt, ich komme da echt nicht ran. Okay, machen wir es so. Dann kann er mich nämlich nur im Nahkampf angreifen. Meine Güte, ich habe einen Sprachfehler, ey. 200 Damage? Krasser Shit. Also, somit sind die anderen auf jeden Fall erstmal eine Weile abgelenkt. Das ist gut. So ein Level Up bringt schon echt ziemlich viel, muss man sagen. Leider kann ich nicht noch einen Zauber raushauen, das ist schade. Also ein AOE-Zauber macht schon was. Man muss leider warten. Ich hätte uns schon nachher beschwören, hätte ich Mana gehabt. Huh! 219. Okay, das sind halt ganz schwache Einheiten, ne? Die können halt nicht viel. Aber die haben sich auf jeden Fall sehr viel mit meinem Dämon abgeschlagen. Sehr praktisch. Okay. So, dann haben wir noch ein Eis-Ding casten auf den da. Und weiter fokussen. Piu! Der Mönch macht einfach so viele Schaden. 2037, okay, ist trotzdem ein bisschen was. Ist okay, also mit 10 werden wir wahrscheinlich schon noch erreichen.
Schaut, im Sand ist ein seltsames Buch erschienen. Das war eben noch nicht da. Neue Talentpunkte plus 2. Oha. Okay, das ist also Wissen. Wir haben 4 Punkte. Plus 2. Okay. Let's go. Ein Punkt haben wir noch übrig. Der nächste Skill, den wir nutzen werden. Wahrscheinlich die Konzentration. Um mal den Zauber zu entdecken. Aber schauen. Dritte Prüfung. Die dritte Prüfung, meine lieben Freunde. Achso, das kann ich übrigens wieder switchen. Da. Ich verliere zwar Wissen, also magische Abwehr, dafür kriege ich mehr Schaden dazu. Und meine Höllenwesen machen jetzt auch etwas mehr. Plus 10% Schaden. Genau. Alle Feuerzauber kosten minus 1. Auch nicht verkehrt. Tatsächlich nehmen wir das mit, damit unser Flammendämon nämlich nicht so viel kostet. Ja, okay. Gut, Leute, dann kurze kleine Pause. Beim nächsten Mal sehen wir uns dann wieder bei Breathland Wizard. Ich danke fürs Zusehen. Bis dahin, Leute. Ciao, ciao.